Yoga Nidrasana ist die Schlafstellung des Yogis. Ausgangsposition ist die liegende Haltung, zum Beispiel Shavasana oder die Rückenlage. Von hier beuge ein Knie und gib den einen Fuß hinter den Kopf. Natürlich musst du erst die Kniekehle hinter die Schulter geben, dann gibst du den Fuß hinter den Kopf oder den Nacken und dann gibst du den anderen Fuß auch hinter den Kopf oder den Nacken und dann gibst du die Arme über die Oberschenkel und du verhakst die Finger hinter dem Rücken oder du faltest die Hände. Yoga Nidrasana, also die Schlafstellung des Yogis. Nidra heißt Schlafen, Asana heißt Stellung und Yoga ist eben Yoga. Yoga Nidra ist ja die Bezeichnung für Verschiedenes. Eventuell kennst du Yoga Nidra als eine machtvolle Tiefenentspannungstechnik, in der Bewusstseinslenkung, Visualisierung, Mantra, Affirmation, Gebet und verschiedenes andere miteinander kombiniert wird für eine machtvolle Wirkung auf das Unterbewusstsein und aufs Prana. Yoga Nidra ist auch die Bezeichnung einer Göttin. Die Durga wird auch als Yoga Nidra bezeichnet, als eine, die einen in tiefe Ruhe führen kann. Denn Nidra heißt nicht nur Schlaf, sondern Nidra bedeutet auch Ruhe. Und es wird auch gerne gesagt, die Meditation ist schlafloser Schlaf. Der Geist ist vollkommen ruhig, aber Bewusstsein ist voll wach. Und so wird Yoga Nidra manchmal auch in altälteren Schriften als gleichbedeutend für Meditation bezeichnet. Schlafstellung des Yogi, dort steckt alles irgendwo drin. Es ist zum einen eine Stellung, die du verbinden könntest mit verschiedenen Bewusstseinsübungen. Es ist aber vor allen Dingen eine Übung, welche hilft, dass der Geist sehr ruhig werden kann. Yoga Nidrasana gilt als eine Übung für Pratyahara, um den Geist nach innen zu richten und auch als eine Übung, um zu vollkommener Entspannung zu kommen. Nidra heißt ja auch Schlaf. Und es ist auch eine Übung, die nicht einfach nur Entspannung und Ruhe ist, sondern eben auch zu Yoga führt, zur Erfahrung von Einheit und Ruhe. In Yoga Nidrasana soll auch die Kundalini irgendwann aktiv werden, damit ist auch wieder der Bezug zur Göttin dabei. Yoga Nidrasana ist eine der Asanas, die es wert ist, geübt zu werden. Und es ist durchaus gut, wenn du nicht eine natürliche Flexibilität hast, alles zu tun, um die vorwärtsbeugende Flexibilität zu erreichen, dann die Fuß hinter den Kopf Flexibilität und dann zu Yoga Nidrasana gehst. Yoga Nidrasana ist natürlich auch körperlich eine wichtige Stellung. Sie ist sehr gut für die Hüftflexibilität. Sie ist auch gut für die Schulterflexibilität und eine sehr gute Massage für die tiefen Bauchorgane. Agni, das Verdauungsfeuer, wird zum einen stark und zum zweiten ruhig. Wenn du wissen willst, wie du Yoga Nidrasana systematisch lernen kannst, dann geh auf unsere Internetseite yoga-vidya.de und suche dort nach entweder Yoga Nidrasana oder Schlafstellung des Yoga. Da findest du auch eine Menge Vorübungen. Du findest diese auch im großen Yoga-Vidya-Asana-Buch. Und natürlich, wenn du ein Asana-Intensiv bei Yoga-Vidya besuchst, dann wirst du auch Vorübungen für Yoga-Nidrasana lernen, sodass du selbst weiter üben kannst, bis du in Yoga-Nidrasana gut dich ausruhen kannst. Und ich glaube, du siehst, ich habe nicht übertrieben, für Fortgeschrittene ist Yoga-Nidrasana wirklich eine Entspannungsstellung.